Genau, hier geht es ja nicht weiter für die Alonso, wie Kimari meinte. Das heißt, wir müssen erstmal hier runter. Wir bekommen hier gleich eine der besten Cutscenen in Videogame History übrigens. Also darauf könnt ihr euch schon mal gefasst machen. Das ist richtig gut. Must be up ahead. You mean we're supposed to climb this? No wonder the Ronso never come here. Look! Alles klar. You'll need uniforms to sneak into Chateau Leblanc. Puh. So what are you waiting for? Get to it. Okay. Upsa. Man kann von irgendwo Hot Springs sehen. In der Distanz. Ah, komm mal hier. Okay, da kommen wir so anscheinend nicht rüber. So, ich habe jetzt gerade was rausgefunden übrigens. Und zwar nicht nur, wie man klettert, sondern wenn wir hier hingehen, geht das Ding ja langsam weg. Und... fuck you! Oh, Sleep Proof, sehr schön. Da wir gehen die ganzen Proof-Dinger mittlerweile jetzt hier durch mit Yuna. Soll mir aber recht sein, ist ganz okay. Reicht das? Ja, okay. Strengthen up. Suck it, boy! Suck on this! Yeah! Machen auf jeden Fall mehr Damage mit Trigger Happy als mit einem normalen Angriff. Und es kostet keine MP übrigens. Jetzt weiß ich gerade nicht, was der Button ist, mit dem wir normal laufen können. Aber ihr müsst einfach den Button gedrückt halten, mit dem man normal läuft. Dann ist das Ding auch nicht ganz so schüchtern. Da habe ich den Button gerade nicht raus, von daher... ein bisschen Problem, aber naja. So, mal hier Magic Break. Bei dem Ding machen wir hier Slow Dance. Und dann schön Target MP. Sehr gut. Hat doch ein bisschen weniger MP gedacht, als ich hatte. Als ich dachte. So. So, einfach wieder X gedrückt halten, dann kriegen wir auch die Jump-and-Run-Passagen hier hin. Sehr gut. So, noch sind wir on track. Wir kriegen auch vorher nochmal, genau, da haben wir den Sphere. Normalerweise wäre es eine gute Idee, jetzt einfach ihr hinterher zu rennen. Eigentlich, aber wir machen das ein bisschen anders. Oh, der hat überlebt. Scattershot Time! Oder auch nicht. Ups, nicht Scattershot, sondern Burst Shot. Yeah! Buckshot at your crew. I never charge. Mal hier oben. To the summit! Kommen wir auch noch hoch? Ja. Sehr gut. Okay, kümmern wir uns auch wieder um die erstmal. Ach, slow, nicht, ja. Aber der ist immer noch am Leben. So nicht. Mein Freund, so nicht. Wrecked.
Nicht nötig. Direkt wenn Phoenix Down erwirtschaftet. Okay, hier haben wir wieder so ein Ding. Wieder extrem schüchtern hier, diese Dinger. Kam der von hier? Slow Dance. Er macht aber auch ganz gut Schaden mittlerweile schon hier mit Thunder Run. Okay, überlebt doch nicht so lange. Aber der Schaden ist schon respektabel auf jeden Fall, den die Dinger drücken. Mittlerweile. Oh Gott. Okay. Ja, natürlich, ihr Scheißviecher, ey. Ganz ehrlich. Solange Killerfang nicht durchgeht, ist alles gut. Du Mistvieh gehst down. Du legst dich ebenfalls gleich schlafen. Habe ich mir gerade mal so überlegt. Der nächste da hinten strengthen up. Fuck off. Wie wär's damit? Go, go, go. Darkness. Sehr schön. Hier von wegen hier strengthen up, boy. Strengthen down. Bitch! Nix ist. Ich glaube, wir sind richtig. That water felt great. Can you believe there's a hot spring in a place like this? But isn't this supposed to be sacred Ronso ground? Maybe this wasn't such a good idea. What? You think some Ronso boogeyman is gonna come get you? Better that than the boss, know what I mean? Hey! You two been slacking off! No, we were, getting ready for duty. Just trying to, rejuvenate, sir. Ja, da wir schon dabei sind. What's this? A hot spring? Were those LeBlanc's goons? Look, they forgot something. Oh, der Motion Blur dazu vor allem. That sure was easy. You liberated the Syndicate uniform, sehr gut. Well, as long as we're here. On sacred ground? Oh yeah. No one's looking. Bist du dir da so sicher, Payne? Hm? Okay. Lassen wir das mal über uns ergehen. Genießen wir diesen Moment. This feels great. What have we here? What? Whatever. I know who's got it going on. Oh, excuse me? Stay away. Oh. Whoa. Wanna get hurt? You should check out Pain. Ugh, hurt time. Soll ich mir auch merken, Hurt Time. Okay, noch weiter. You want some? Ooh, let me help. Where were we? I didn't mean it. Too late. Yuna, what's all the noise? Just taking a little dip. Now. Brother,
Maybe we should get out. I'm getting all groomy. I really needed that. Yep. Und jeder Final Fantasy 10 Spieler ebenfalls. Good. Sehr schön. Das hätten wir damit abgeschlossen, aber das war es natürlich noch lange nicht. Wir können hier nirgendwo raufklettern, anscheinend. Und wer denkt, dass das Game jetzt einfach sagt, ja Junge, hast du gut gemacht, kannst rausgehen, dann habt ihr da anscheinend sogar recht, so wie es aussieht. Schimmete Erde! Yeah. Oh, Breakdance haben wir auch gelernt mittlerweile. Ah ja, das war ja dieses, oder? Mal sehen. Stop. Oh yeah! Sehr schöne Leidensanimation übrigens auch. Ich glaube, da sind einige Gegner, vor allem Endbosse und ähnliches, bestimmt immun dagegen. Und wir können, wie gesagt, okay. Hab doch recht gehabt letzten Endes, was nicht oft vorkommt. Wie ihr sehen könnt, können wir nicht das Airship betreten, sondern müssen hier anscheinend manuell vorgehen. If we lose it, LeBlanc will give us the heal. Come at me, girls! Oh, war das Break? Ups. Na gut. Haben wir eh fast geschafft. Ah ja, noch Breakdance. Perfekt. Und tschüss! So, da können wir noch nicht ins Airship gehen, also. Schön weiter zurück. Könnte sein, dass wir eventuell noch gegen ein paar andere Teams kämpfen müssen. Da haben wir es. Da haben wir unseren. Falling down on people like that gave me a little surprise, that's all. Naja, genau so sah es aus. Surprise, you sure took a while to come back. Who asked you? Let's do this! Okay, Army, 1-on-3. You know me, boy! So. Breakdance? Ich habe noch einen Power Break mit Pain. Naja, war klar, dass er dagegen immun ist. Hätte ich mir eigentlich denken können. So, Power Break. Sehr geile Musik ist jetzt auch gerade. Damage, Jesus. Okay, Darkness Dance sollte was bringen. Wenn nicht, dann gehe ich einfach auf Buffs mit der Riku. Nochmal ein Armor Break. Okay, Darkness bringt sogar was gegen ihn. Sehr schön. Dann bleiben wir bei ihr, bei Riku mit bei Darkness Dance. Dachte schon, das war's für ihn. Ah, nicht! Ah, kurz bevor er angreift. Verdammt. Okay, gut, reicht. Passt. Okay, gut. Gut, gut, gut. Alles gut. Dachte schon, seine Schildattacke geht trotzdem nochmal durch, aber. Haben wir geklärt. Haben wir geklärt. Und wie ihr denken könnt, die erste Uniform. Haben wir Ormi, der zweite müsste Lagos, glaube ich, heißt der andere sein. Den kriegen wir bei der zweiten Uniform als Boss. Found ourselves a uniform. Roger, we're on our way. Interessant übrigens, falls ihr das gerade nochmal kurz in Erinnerung rufen wollt. Ich denke mal, da gibt es einige. Die Hot Springs Szene, da haben auch viele, ich habe mal ein paar YouTube-Videos dazu geschaut. You scored the Stonehewn Garment Grid, schauen wir gleich mal rein. Haben viele gesagt, interessant, dass die normalen Outfits freizügiger sind von Yuna, Riku und Pain, als letzten Endes das, was sie zum Baden anziehen. Außer eventuell bei Pain. Aber ja, es erzählt schon einiges, da haben wir auch schon Riku. We chased off LeBlanc Pull. Meatheads, so now Kimari won't have to worry. That's the last place I would have expected to find a hot spring. Oh yeah, allerdings. Okay, Garment Grid. First Hewn. Stone Hewn. Raises defense. Naja, braucht man nicht unbedingt. Wobei das vielleicht bei Riku gar nicht mal schlecht wäre, dass sie am wenigsten HP hat.
Lass mal sehen, was wir bei Riku überhaupt gerade haben. Life Magic. Achso, ja, okay, das war das. Ja. Ja, doch, das ist. Obwohl. Brauchen wir nicht unbedingt, weil wir machen ja sowieso. Obwohl, doch, wir machen. Ja, wir machen ja Black Mage mit ihr, ganz vergessen. Nee, dann passt das. Genau, dann haben wir auch Cure und Life. Ja, okay. Belassen wir erstmal dabei, würde ich sagen. Okay. Schauen wir bei Abilities rein. 52% bei Songstress. Hier machen wir Sleepy Shuffle, das ist okay. Ich glaube, bei Yuna haben wir jetzt ein paar Proof-Sachen irgendwie uns geholt. Trigger Happy Level 3 ist nice. 1/4 und Damage One Enemy regardless of its Defense ist perfekt. Aber ich glaube, wir equippen erstmal wieder White Mage. Shell oder auch mal Kyuraga. Dann haben wir den stärksten Healing Spell auch schon mal. Machen wir hier nochmal Equip. Zack. Und dann müssen wir mal schauen, was wir bei. Nein, nicht bei Brother Quatsch. Bei Pain hatten. Vanguard. Könnten auch auf Festivalist gehen. Hat sogar mehr HP, sehe ich gerade übrigens. Und mehr MP. Also generell bessere Stats sogar. Lass mal sehen, was Festivalist genau ist. Oder was wir da für Abilities letzten Endes haben. Dann kann man da ungefähr grob mal sehen, was Festivalist genau für eine Klasse ist. Spinner. Inflict Damage and Confusion. On one enemy, cure user of status elements and restore HP. Sleep. Guards against slow. Also auf jeden Fall. Ja. Offensive, defensive würde ich das in dem Fall dann größtenteils nennen, aber ist nicht so meins. Passt doch nicht wirklich zu Pain, wenn er mich fragt. Ich warte auf Ronin. Oder ich glaube Dark Knight war. Dark Knight, genau. Auf Dark Knight warte ich größtenteils. Das ist somit das Beste eigentlich, das es gibt. So, nächster Stop. Nächster Stop wäre der Jose Temple. Das Machina Crazy Albed Machine Faction Guys are hiring helpers. If you want to work in the sand, this is the place.